Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Xenoblade Chronicles. Wir befinden uns immer noch im Getümmel in und um Mekonis, ja, wobei um eigentlich nicht mehr. Wir sind mittendrin im Geschehen. Entschuldigt bitte. Das sind beste Voraussetzungen wie immer, wenn ein Part mit Husten und Räuspern beginnt. Das kann ja nur gut werden. Auf jeden Fall, ich hatte das ja beim letzten Mal schon gesagt. Wow, hallo, ich bin in deiner Wunde und habe nicht mal Salz mitgebracht, aber hey, das hat gerade einen ganz guten Erfahrungsboost gegeben, würde ich sagen. Ist das deine Wunde? Die blutet ja gar nicht, so schlimm kann es ja fast nicht sein. Aber gut, Aua macht es bestimmt trotzdem, mein Mitleid hält sich in Grenzen. Wir gucken mal, was uns hier heute erwartet. Soll das so eine Art Rampe sein, an der ich gerade vorbeistolziert bin? Ich weiß nicht, wir gehen einfach mal rein und gucken, was hier passiert. Wir haben beim letzten Mal ja schon gesehen, wo eigentlich der richtige Hauptweg ist. Hä? Warte mal, wo habe ich denn gerade den... Ja, das hier. Ja, das ist ein Weg. Nicht so einfach zu erkennen, aber gerade noch gesehen. Ja, ich bin immer noch in meiner ich muss mich wieder an das Spiel annähern Phase und bin beim letzten Mal das ein oder andere Mal fast verreckt. Hoffe, dass es heute wieder ein bisschen besser läuft. Ich habe jetzt offscreen nichts weiter gemacht. Und lass mich mal überraschen, was als nächstes passiert. Die Minimap sagt, dass wir gerade schnurstracks auf eine Sackgasse zusteuern. Soll mir recht sein. Ich mag nicht nur falsche Wege, ich mag auch Sackgassen. Auch das ist unverändert. Ja. Eigentlich ist alles unverändert. Wir machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Und werden, so wie es aussieht, heute auch das Fähnchen besuchen gehen. Und dann vielleicht die nächste Cutscene triggern. Habe ich mega Bock drauf, auch um wieder ein bisschen besser in die Story reinzukommen, weil da ging es vor der großen Pause ja ganz schön ab. Ich habe an einer richtig blöden Stelle aufgehört und das tut mir immer noch wahnsinnig leid für dieses Let's Play. Aber ich sag mal, ich versuche jetzt mal so ein bisschen optimistisch zu sein. Ich finde so eine Pause, also für euch macht es wahrscheinlich keinen Unterschied, für mich aber schon. So eine Pause ist mir lieber als eine Pause wegen technischen Schwierigkeiten. Da gab es ja auch die ein oder andere Pause. Ich weiß noch, dass es Eternal Sonata damals getroffen hat, wo ich ewig lange Ursachenforschung betrieben habe und nicht wusste, was da im Argen liegt und mir in dem Zuge am Ende eine neue Grafikkarte geholt habe, die dann aber tatsächlich nicht ursächlich war für mein Problem und das am Ende, glaube ich, an einer kaputten Festplatte oder so lag. Irgendwie sowas. Ich habe ja davon keine Ahnung. Habe Gott sei Dank immer Leute, die mir mit Rat und Tat zur Seite stehen, die ich aber ein bisschen zu spät konsultiert habe seinerzeit. Das war damals ein bisschen durcheinander. Ich habe ja immer sofort instant Panik, ne, wenn irgendwas nicht funktioniert und will da immer schnellstmöglich irgendwie was machen. Und das führt dann dazu, dass ich manchmal auch Fehlentscheidungen treffe. Ja, ich beneide all die klugen Menschen mit kühlem Kopf da draußen, die ruhig gesittet, strukturiert und völlig emotionslos und maximal pragmatisch rational an solche Probleme rangehen. Ich verfall immer erstmal in Panik und renn schreiend im Kreis, wenn irgendwas nicht funktioniert. Das ist meine Art von Krisenbewältigung, vor allen Dingen im technischen Kontext. So, lass uns mal trotzdem erstmal gucken, wo ich jetzt langlaufen muss. Bin ich nicht sogar schneller, wenn ich mich porte? Ich glaube, das bin ich. Hä? Ach so, dieser komische Wasser... Obwohl, das ist gar kein Wasserweg. Das ist diese Plörre, die mir Aua macht, wenn ich da reinhüpfe. Das haben wir beim letzten Mal vertestet. Live und in Farbe. Das war ein sehr schmerzhafter Testdurchgang, aber... Hä? Hä, bin ich schon hier? Ich habe mich jetzt gerade irgendwie auf lange Wartezeiten eingestellt. Geht das hier echt so schnell, wenn du dich hier... Ah, okay. Ich will mich gar nicht beschweren. Alles gut. Ich weiß jetzt auch wieder, woher das kommt, weil ich hatte das auch im Lufia-Let's Play zuletzt an der einen oder anderen Stelle erwähnt. Hallo? Oder werde es noch erwähnen, ist voll der Spoiler. Aber ich glaube, die meisten von euch, die gucken eh nur einen von
ein Projekt von den beiden, oder? Oder guckt ihr auch Lugia parallel? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich in den letzten Monaten immer, wenn ich ein bisschen Luft hatte, Dragon Quest 11 gespielt und habe das vor einigen Tagen platiniert. Und da sind die Ladezeiten doch relativ lang, finde ich, wenn du dich von A nach B irgendwo hinportest. Und deswegen war ich gerade überrascht, dass das hier so schnell ging. Ist eigentlich krass, oder? Ich spiele jetzt hier so ein uraltes Spiel und habe das Gefühl, dass das teilweise schneller geht als bei den neueren Titeln. Oh, das ist der Gegner, wo beim letzten Mal die Mission aufgeploppt ist. Der ruhige Morax. Ja, stimmt, den hatte ich dann gar nicht mehr auf dem Schirm. Beim letzten Mal. Ah, ich bin tot. Jo, Glückwunsch. Nett. Sehr nett. Heißt das, der ist jetzt zu stark? Ja, ich glaube schon. Ja. Ich müsste meine Truppenzusammenstellung wahrscheinlich überdenken. Aber irgendwie habe ich dem jetzt auch nicht wirklich wehgetan. Hä? Wofür habe ich denn jetzt bitte Erfahrungspunkte bekommen? Ich checke hier gerade schon wieder nichts. So, warte mal. Können wir uns jetzt alle bitte wieder beruhigen? Danke. So, das Problem war ja gerade eben auch, dass der nicht alleine war. Der gute Morax. Vielleicht macht das nämlich Sinn, erstmal das kleine Vieh hier aus dem Weg zu räumen. Aber guck mal, die kleine Mistmade, die läuft zum Großen, ey. Das ist schon wieder KI aus der Hölle. Also eigentlich positiv gemeint, ne? Eigentlich ist es ja gut, wenn die Gegner sich klug verhalten. Ne, das sind zu viele. Das sind zu viele. Das mache ich jetzt nicht. Auch wenn das eine zeitlich begrenzte Mission ist, aber das ist gerade Selbstmord. Habe ich das Gefühl, wir suchen uns einen anderen Weg zum Ziel. Wenn es denn einen anderen Weg gibt. Hallo? Aber ich bin doch beim letzten Mal auch schon auf halbem Wege in die richtige Richtung gewesen. Was ist das denn? M71 flexibel, alles klar. Level 50. Eigentlich vom gleichen Kaliber wie der andere Herr, der mir gerade das Fürchten lehrt, aber der ist hier wenigstens alleine. Oh Gott, sieht das viel geil aus. Aber auch ziemlich stark. Oh, jetzt habe ich das Timing leider wieder versemmelt. Okay. Die ersten Schläge haben gerade schon gut reingehauen. So, Schala, ich hoffe, du behältst unsere Gesundheit im Blick. Die liebevollste Aushilfskrankenschwester, die die Gaming-Welt je gesehen hat. Ist hier noch ein anderer Gegner? Ja, wo kommt der denn her? Ey, hast du gerade den Geburtsvorgang ausgelöst, während wir uns hier miteinander befassen? Ich glaub's ja nicht. Okay, aber der Schaden, der scheint sich in Grenzen zu halten. Also den, der bei uns austeilt, das ist schon mal gut. Ich glaube, den krieg ich hin. Wobei ich das im Rahmen dieses Let's Plays schon öfter behauptet habe und die dann gegen Ende nur noch ekliger geworden sind. Die Gegner, also nicht alle. Ida heilt sich auch ein bisschen. Seine Gesundheitsleiste hat sich gerade für einen kurzen Moment in die falsche Richtung bewegt. Das finde ich irgendwie nur semi-geil. So, aber dann jetzt kriegen wir... Nein! Boah, was war das denn für ein... Ich hätte gerade fast gesagt, für einen Hurensohn-Move. Entschuldigt bitte. Okay, warte mal. Vielleicht sollte ich doch erstmal die Kleinen hier aus dem Weg räumen. Aufmuntern? Oh. Das war, glaube ich, gar nicht so cool, ne? Aufmuntern war... War, glaube ich, nicht die beste Idee, weil ich diese komischen Balken da oben links eher für die... Ich wollte schon wieder Dreiecksbeziehung sagen, benötige. Ja, ich bin immer noch Final Fantasy X geschädigt. Faszinierend, ne? Das nach so langer Zeit. Der ein oder andere schwierige Part, sage ich mal, und frustrierende Part vor allen Dingen, immer noch nachhalt. Und sich in meiner Hirnrinde festfrisst. Aber egal, wir haben den jetzt aus dem Weg geräumt. Ich laufe hier gerade voll den Umweg. Dieser eine, das eine Vieh, ne? Dieses Missionsvieh, das war doch beim letzten Mal da nicht. Kann ich hier eigentlich nicht runter? Sterbe ich dann? Nee, guck mal, ich kann hier voll runterlatschen. Was ist das denn? Ist doch eigentlich gar nicht so schwer hier. War das jetzt klug? Ich komme auch wieder nach oben. Okay. Ich möchte jetzt einfach nur die Route in Richtung Fähnchen aufnehmen. Ist das irgendwie möglich? Ich sollte mir vielleicht wirklich auch mal die Beziehung meiner Charaktere zueinander angucken. Vielleicht macht es jetzt nämlich auch... Boah, das sind drei? Nee. Drei sind zwei zu viel. Oh, jetzt kommt dieses Vieh hier auch noch mit hinzu. Na, willst du mich wieder mit deinen Kindern beschmeißen?
besser andere Leute rekrutieren für den Krieg. Und diese Viecher hier, die pflanzen sich einfach fort dafür. Wahrscheinlich auch eine praktikable Methode hier auf Mekonis. So, was ist denn da für eine Abbaustelle? War ich da schon mal? Da muss ich wahrscheinlich von der anderen Seite hin, oder? Hä? Ja, ich war hier schon mal. Hä? Ich weiß gerade nicht, wie ich dahin kommen soll, wo ich eigentlich hin will. Es kann doch nicht sein, dass das die einzige Route ist, wo dieser starke Gegner ist, oder? Um da hinzukommen. Wenn doch, darf ich gleich einen sehr, sehr langen Weg wieder zurücklaufen. Aber guck mal, hier komme ich eigentlich auch in die richtige Richtung. Boah, was denn hier wieder für ein Gegnertreff? Okay, wenn ich Glück habe, sind die da hinten eher niedriglevelig. Ich komme jetzt hier nicht gleich hinzu. Oh, ich glaube, das könnte jetzt wieder... Das könnte jetzt wieder heikel werden hier. Wir gucken mal. Wobei, vielleicht hätte mich das Ding... Ach doch, das Ding hat ein Auge. Das hätte mich so oder so angegriffen, oder? Sag mir jetzt bitte, dass ich hier nicht einfach so hätte vorbeilaufen können. Aber guck mal, die anderen, die laufen einfach an mir vorbei. Immer schön weiter geradeaus. Da hinten ist die Futterausgabe. Genau, immer brav weiterlaufen. So mag ich meine Mekons. So und nicht anders. Guck mal, jetzt haben die dann nämlich den ganzen Weg freigegeben. Wenn das mal nicht zusätzlich motivierend ist. Jetzt muss ich nur noch an dem vorbei. Und dann finden wir das goldene Bernsteinzimmer. Ich sag's euch. Da hinten wartet unser... Oh, oh. Happy End. Über... Ja, das Ort. Das war dieser Arschmove von vorhin. Warte, 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 warte. Hau ab, Schulk. Hau ab, sonst werden wir alle sterben. Ih, warum habe ich einen Totenkopf auf meiner Gesundheitsleiste? Kannst du bitte einmal mich in Ruhe lassen? Das wäre voll nett von dir und so. Der ist auch... What? Was der für eine Range hat? Übertreib halt. Okay, ich laufe jetzt hier so lange sinnlos im Kreis, bis Schala uns heilt. Dankeschön, liebe Schala. Das ging schneller als erwartet und das war's dann auch mit dem. Boah, ey. So, und jetzt müssen wir noch die kleine Nachhut hier aus dem Weg räumen und dann haben wir es auch mal geschafft. Oh nein, da kommt... Ah, da kommt der Joggingverein von vorhin und geht wieder zurück. Ich hoffe, die laufen jetzt die ganze Zeit ihre Runden, sonst wäre das ein bisschen... Wäre das ein bisschen blöde. Ich hoffe auch, dass sie keine Augen haben. Warte, also kein Augensymbol. Doch, haben sie. Hä? Ich hatte, glaube ich, gerade Glück, dass die sich hier nicht mit eingemischt haben, oder? Ich weiß nicht. Also ich will mein Glück jetzt auch nicht unnötig überstrapazieren. Aber an denen komme ich mir doch irgendwie vorbei, oder? Und wenn ich jetzt gleich die Beine in die Hand nehme und abhauen muss... Dann mache ich das halt. Ah, guck mal, die gehen wieder zurück. Sehr gut. Die sind halt sportlich. So muss das sein. Von denen können wir noch eine Menge lernen. Und die haben keine allzu guten Augen. Das ist auch nochmal hilfreich. So, jetzt sind wir endlich mal auf der richtigen Route hier. Da, wo ich eigentlich vor seit Part Beginn langlaufen wollte. Da geht's nach oben. Ich laufe mal erstmal hier die Strecke ab. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass du in solchen Ecken manchmal auch ganz gutes Zeug findest. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich hier gerade auf der falschen Seite langlaufe. Das sieht nämlich so aus, als müssten wir über die andere Seite weiter. Aber auf der Minimap zeichnet sich auch so ein, ja, so ein Übergang ab, nämlich genau hier. Ich glaube, hier stand ich nämlich auch schon mal. Nur ich bin halt gerade mega den Umweg gelaufen wegen diesem Missionsfieder. Ich könnte jetzt auch... Das ist halt das, wo ich gerade viel zu ungeduldig bin. Ich könnte halt im Menü jetzt in aller Seelenruhe mal gucken, welche Charaktere ich jetzt zusammenpacken könnte. Aber ich... Ach, ich weiß nicht. Ich warte lieber, bis ich irgendwie ein höheres Level habe und komme dann nochmal zurück. Ich gehe den Weg des geringsten Widerstandes. Bitte erwarten Sie auf diesem Kanal keine Taktik, okay? Immer da, wo Taktik erforderlich ist, da scheitere ich gnadenlos. Kann manchmal unterhaltsam sein, aber brauche ich jetzt nicht unbedingt. Auch wenn die Belohnung sich wahrscheinlich sehen lassen kann, aber egal. So, was haben wir hier? Jetzt bin ich ganz nah dran am Fähnchen, aber erstmal nehmen wir die hier noch mit. Oh, muss ich jetzt gegen alle drei kämpfen. Weil die Spechte jetzt, glaube ich, gar nicht so krass sind. Aber wir gucken mal.
So, einmal den hier. Ich glaube, wir haben gerade schon viel krassere Gegnergruppen besiegt. Ich glaube, dieses Ding mit den Tentakeln, das ist das, das gefährlichste Vieh hier weit und breit. Also wenn man mal von diesem Mega-Insektenvieh absieht, was da immer in der Mitte seine Runden dreht, wobei... Der kann auch ein bisschen was... Nein, was ist denn hier schon wieder los, ey? Boah, also irgendwie war das doch alles mal einfacher, oder? Okay, ich habe gerade irgendwie so eine Ingame-Trophäe bekommen. Die gab es ja auch noch, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber schön, dass die sich selber wieder in Erinnerung gerufen haben. Kann nicht schaden. Vor allen Dingen, wenn dann Erfahrung bei rumkommt, ne? Wobei, das tut es ja immer, wenn man hier so eine... Wie heißen denn die Dinger hier nochmal? Die heißen, glaube ich, nicht Trophäen, oder? Die hatten irgendeinen anderen Begriff. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall immer wieder ein Glücksmoment, wenn sich dahingehend was tut. So, ich hoffe, dass jetzt kein Boss kommt. Ich fühle mich nicht stark genug für einen Boss. Und seelisch auch nicht stabil genug für einen. Bitte sei lieb zu mir. Okay, warte mal. Diesmal gehe ich aber von Anfang an auf die Kleinen hier los. Das ist mir nämlich irgendwie... Erscheint mir das sinnvoller und sicherer. Denn das hat mich gerade schon wieder fast das Leben gekostet, direkt auf den großen Urvater hier loszugehen. Warte, warte, jetzt kann ich das Dreiecksding hier einsetzen. Warte, wie geht das? Hallo, jetzt. Jetzt. So, wie war denn das nochmal? Dreimal gleiche Farben hat irgendwie einen Bonus gegeben. Oh, das war Zusatzschaden von hinten. Ich weiß gerade nicht, ob ich hinter dem stand. Lässt Feinde schwanken. Das kann man mal machen. Ah, das war jetzt nicht die gleiche Farbe, ne? Das hier ist alles nur von hinten. Okay, ich glaube, das war gerade nicht so der beste Move. Von der Seite? Ich finde, das sieht sehr seitlich aus, wie ich hier gerade stand. Ja. Egal. Diese Dreiecksbeziehung, ich nenne die jetzt einfach so. Ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt. Kombo-Angriff, oder? War das nicht irgendwas mit Kombo? Die sind ja auch hilfreich, um die Beziehungen der Charaktere zueinander zu stärken. Insofern bringt das eh immer was, egal ob man es verhaut oder nicht. Auch, oh nein, oh, ich hasse das. Also ich bin dankbar, dass es das gibt, weil ich jetzt vielleicht meinen kleinen Pixel-Hintern retten kann, aber... Okay, guck mal, ich kann jetzt nochmal das hier machen. Das werde ich auch direkt mal nutzen. Was machen wir jetzt? Von der Seite. Hab ich den gerade seitlich? Nee, der ist, glaube ich, gerade voll frontal. So, jetzt kommt Kette 2. Genau, diese blasseren Symbole, das ist dann nämlich einfach eine andere Farbe. Ich dachte, das wäre alles die Familie der roten Angriffe sozusagen. Kann ich auch eine Viererkette machen? Ja. Jawoll! Nein! Oh, jetzt habe ich ein bisschen zu früh gedrückt. Schade. Ich meine, der ist trotzdem tot, aber... Das hätte, glaube ich, nochmal einen neuen Schadensrekord aufstellen können. Egal. Beim nächsten Boss machen wir es dann richtig, ne? Weil ich dann auch gar nicht aufgeregt bin. Und Timing mein zweiter Vorname ist. Hey. Mein erster Name ist Orientierung, selbstverständlich. So, was wartet hier auf uns? Ich habe Angst. Ich habe Angst vor Bosskämpfen. Ich habe Lust auf epische Cutscenes, aber... Häufig muss man sich das ja erkämpfen, was man hier so Schönes zu sehen bekommt. Hier kann man einmal komplett rumlaufen. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht die spannendste Ecke für uns, ne? Aber guck mal, da hinten glitzert was. Ich hoffe, ihr könnt nachempfinden, dass das magische Anziehungskräfte besitzt, denen ich mich nicht entziehen kann. Und auch nicht entziehen will. Aber nett wie ich bin, spule ich natürlich wieder ein bisschen für euch vor. Muss auch mal sein. Hey, look! Can we get in through there? It looks as though it's unguarded. It should make for a decent entry point. Now's our chance, Dunban! Yes. But don't lower your guard. The Mekon may just be hiding. Da sagt er was. Ich bin eigentlich aufs Schlimmste vorbereitet. Ach, guck mal, wir haben es gar nicht mal so weit bis zum nächsten...
Knotenpunkt, Hauptstory, Event, was auch immer. So, wisst ihr was, ich muss jetzt mal trotzdem kurz die Gunst der Stunde nutzen, um mich hier nochmal reinzufuchsen. Wo konnte ich nochmal die Beziehung meiner Leute zueinander sehen? Harmoniediagramm? Ja. Oh, die Harmoniegespräche, die gab es ja auch noch. Da habe ich so viele noch, die ich noch offen habe. Also irgendwann möchte ich gerne einen Bonuspart raushauen, wo ich mich nur um diese Dinger hier kümmere. So, was wollte ich machen? Ich wollte mir angucken, wie die alle zueinander stehen. Wen habe ich denn jetzt aktuell drin? Ich habe Charla, die immer noch neutral zu Riki steht. Oh, die schon ein Herzchen zu Schulk hat. War das vor der Pause auch schon so? Okay, also Riki und Charla sind fix. Theoretisch könnte ich Schulk jetzt aber rausnehmen. Weil ich will ja immer die schlechtesten Verhältnisse... Ja, guck mal hier zum Beispiel. Das hier ist auch eine Kombination. Also Melia, Ryan und Duncan? Ich bin mal gerade voll unsicher wegen den Namen. Das ist mir mega unangenehm, aber ich glaube ja. Vielleicht war das auch mein ursprünglicher Plan gewesen. Entweder mit der Truppe oder mit der anderen. Aber eigentlich ist es auch Verschwendung, Charla und Schulk jetzt die ganze Zeit in einem Team zu haben. Weil die sind ja jetzt auf Maximum. Versteht ihr, was ich meine? So, und Charla, was war nochmal besser? Das Blaue oder das Grüne? Bestimmt das Blaue, oder? Weil Ryan und Charla ja schon länger miteinander hier rumdingsen. Was machen wir? Ich bin verwirrt. Ich hole jetzt für Schulk... ich habe Duncan gesagt und es ist Dunban. Oh, fast. Ich wusste, dass der Name irgendwie fast richtig ist, aber dass da irgendwas falsch klingt. Dann tauschen wir jetzt mal. Ich verlasse mich jetzt einfach mal auf mich... dahingehend, dass ich all meine Leute halbwegs gut ausgerüstet habe. Wir gehen das nochmal wechseln. Wechseln. So. Und mit wem spiele ich jetzt? Ich glaube, ich werde wieder Riki steuern. Wie ging denn das? Ich muss, glaube ich, die Person, die ich steuern will, in die Mitte packen. Kann das sein? Ich gucke einfach mal. Und hoffe, dass das nicht die allerschlechteste Idee ist. Ich habe ja auch auf Bionis das ein oder andere Mal ganz gerne mit Riki gespielt. Sollte also nicht das Thema sein. Warte mal, bevor wir jetzt zum Fähnchen gehen, lass mich nochmal ganz kurz auf die Karte gucken. Warum bin ich denn da nicht bis zum Ende durchgelaufen? Oh, ich weiß, ihr werdet mich jetzt hassen. Ich kürze das mal eben kurz vor euch ab. Nachbearbeitung, ahoi, aber ist egal, gehört dazu. Ah, ich bin voll umsonst hier hingelaufen. Man kommt da gar nicht weiter. Ja klar, sonst wäre ich hier wahrscheinlich auch erstmal weitergelaufen. Ne? Eigentlich müsste ich mich ja gut genug kennen, aber naja, Pustekuchen. So, einmal wieder die ganze Route zurückgelaufen. Oh, wie ich schon wieder voll vergessen habe, wie wunderschön dieser Himmel ist. Ha! Gänsehaut, das ist gerade so ein Mischmasch aus. Guck mal, wie hübsch der Himmel ist und schön wieder hier zu sein. Das ist so, ich weiß nicht, ich freue mich gerade. Ich bin gerade selig mit mir und der Welt. I've been waiting for you. Munga! How predictable. I knew you were going to come. How could you? How could you do this to your own kind? That ain't got nothing to do with it. I'm just having the time of my life here. Ain't that the point? I even get to take out that annoying Monado brat. Oi, Beardy! You're talking pretty tough there. Don't be so sure you can take us all on by yourself. Come on! I ain't that stupid. What's that sound? You scumbag! Well then, Monado boy! Think you can do it? Can you kill them all? I wonder who's inside. Who could it be? Your dad? Your mom?
Maybe that special someone. Aha! Looks like we have our first contestant. Too bad she won't give me much of a fight. It's just like with Zanza. Shala, look out! Too bad she won't give me much of a fight. Shulk! Everyone, watch out for the green claws and the other one's spears. There's something different about them. You catch on quick, boy! You're right! These weapons are special! They were made especially to decompose you Homs! And no, wait! Any being from Bionis! How can that be? I dunno about all this technical stuff, but it's something to do with that ether! Ether is like the Bionis blood! The fortress sucks its blood out for us! Then we use it to make this green liquid. You monsters! Pretty clever, don't you think? This world suits me just fine, Dunban! Munkar, you're gonna pay! I'm tired of your yapping, Mr. Hero! I'm gonna squish you like a slug! Right here, where we shared such lovely memories! So, was habe ich zuletzt gesagt? Ich bin selig mit der Welt. Ich glaube, ich muss jetzt alles wieder zurücknehmen. Holy shit! Und mir ist gerade während der Cutscene noch eingefallen, wie dumm es war, Shulk auszuwechseln, weil ich den doch brauche mit seinem Monado und mit seiner Fähigkeit, sich durch die Mekkon zu schnetzeln. So, hier. Das ist das Menü, wo ich es immer verkackt habe. Ne? Ich muss jetzt nämlich auf Menü öffnen drücken und kann hier meine Leute austauschen. Wie viele Parts hat es jetzt gebraucht, um das zu checken? 74. Aber ey, immerhin habe ich da noch dran gedacht. So, ich habe trotzdem gerade das blöde Gefühl, dass das sehr, sehr schwierig werden könnte. So, also wie machen wir denn das jetzt am klügsten? Ich habe keine Ahnung, welche Truppenzusammenstellung hier die sinnvollste ist. Ich weiß es nicht. Warte mal, Charakter wechseln, Y. Also Schuld muss auf jeden Fall mit rein. Den steuere ich dann idealerweise auch. Dann, wenn... Ich würde eigentlich Schala gerne... Also Schala und Schuld nicht mehr zusammen in einem Team haben, aber hier geht das, glaube ich, gerade nicht anders. Ryan... Ich weiß es echt nicht. Ich glaube, ich hole Ryan noch mit rein. Wobei, nee, wir lassen das jetzt so. So, ich Ricky. Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Ich bin voll hin und her gerissen. Ich habe das Gefühl, dass ich diesen Kampf hier nicht schaffe. Ich weiß auch nicht. So, wir starten jetzt einfach mal und gucken, was passiert. So, auf jeden Fall erstmal das hier. So, wir haben aber nicht nur Munka, wir haben auch das Massengesicht. Interessante Bezeichnung. Mal, was wir hier ausrichten können. Ich glaube, ein Level-Up im Vorfeld hätte uns auch nicht wehgetan. Aber ist okay. Das habe ich wieder... Oh, ich habe jetzt gerade zum ersten Mal gelesen, dass dieser Skill da rechts die KP halbiert. Schon wieder gar nicht auf dem Schirm gehabt. Egal. So, komm. Momentan sieht das doch ganz gut aus. Ich meine, die Anfangsphase des Kampfes wird wahrscheinlich die schwerste sein, wenn das noch so viele sind. Und bisher kommen wir ja eigentlich ganz gut durch hier. So, warte. Wenn der eine down ist, dann bin ich euphorisiert. Dann glaube ich wieder an unseren Sieg, Schala. Schala sollte halt idealerweise nicht verrecken. Okay, jetzt sind wir wieder safe. Mal gucken, wie lange. So, immer wieder das hier erneuern. Ich weiß halt, dass man noch für einige Kämpfe bestimmte Attacken immer nehmen musste, um irgendwas abzuwenden oder um irgendwo Schaden auszuteilen, aber ich scheine jetzt hier ganz gut durchzukommen. Bunker, der ist echt eklig, aber ich finde ihn irgendwie authentisch und irgendwie finde ich den auch furchteinflößend, so auf seine Art. Also eigentlich
eigentlich ein ziemlich guter Bösewicht, wenn man so will. Vor allen Dingen, weil da auch noch diese persönliche Note mit reinfließt. Ach, guck mal hier, warte. Machen wir mal einmal den hier. So, ich gehe jetzt mal wieder auf die rosane Kette oder auf die lila, ne? Ich hoffe, dass Dunban auch irgendwas hat aus der Richtung. Ja, das sieht gut aus. Lässt schwanken. So, bekomme ich nochmal die Chance? Ne, ich dachte, ich kann jetzt wieder drücken. Beim nächsten Mal gehe ich auf eine andere Farbe. Hätte ich jetzt im Vorfeld eigentlich mal gucken können, aber ich glaube, von den roten Angriffen hat auch irgendwie jeder was mit dabei gehabt. Ey, vielleicht wird das doch was. Nur nicht zu früh die Flinte ins Korn werfen, Frau Nigoya. Wobei, der letzte Mumka-Kampf, der war auch nicht ohne. Das war sogar die letzte Folge, ne? Vor der Pause. Die letzte Folge im letzten Jahr war das gewesen, wo wir den bekämpft haben. Ich bin gespannt, ob wir danach wieder irgendwas über... Oh, oh. Über Fiora oder so in Erfahrung bringen können. Aber der spielt auch. Ich finde das echt so... Eigentlich ist es echt eklig, ne? So charakterlich, wie er mit der Psyche der Leute hier spielt, indem er denen dieses Szenario vor Augen führt, dass ja eigentlich die wichtigsten Angehörigen und engsten, liebsten Menschen sich hier hinter diesen ganzen Mekons verstecken könnten. Boah, ich hoffe, dass der jetzt keine allzu krasse Range hat. Ich bin wieder kurz davor, so einen Dreiecksangriff zu fabrizieren. Leben alle noch? Nee. Dann bin ich tot. Warte, 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 warte. Meinem Dings zuliebe... Beim Dunban zuliebe werde ich jetzt auch auf mein... Was ist B? Ich muss auf meine... Ich hätte gerade Tastatur gesagt. So, Dunban, kannst du jetzt mal ein bisschen länger irgendwie überleben? Das wäre mal... jetzt kommt schon wieder der nächste... Der nächste Kackangriff. Der klingt genauso, wie er wahrscheinlich am Ende auch ist. Hallo, ich kann mich nicht bewegen. Jetzt wieder. Ich glaube, das wird ganz übel enden. Ich bin vergiftet. Nein, jetzt bin ich tot. Oh Mann, ey. Es lief doch so gut. Schala. Dunban kommt, mein Old Buddy. Dankeschön. So, Schala, kannst du... Obwohl, warte, ich kann selber auch ein bisschen zu meiner eigenen Heilung beitragen. Boah, der macht so ekelhaft viel Schaden. So, warte mal. Darf ich jetzt auch mal wieder austeilen hier? Mache ich dem überhaupt noch Schaden? Ich habe vor lange mein Monado-Dings hier nicht mehr aktiviert. Oh ne, wenn da schon ein Schuss steht, dann weiß ich... Ja, super. Kann es sein, dass ich jetzt tot bin? Kann ich das irgendwie abwenden, was gleich passiert? Hat er das nur nach vorne geschossen? Nee, ne? Okay, jetzt ist Schala auch noch hinüber. Okay. Ungeil. Bin ich da gerade runtergefallen? Nee. Okay, dann Ben, ich wollte gerade sagen, der soll bitte Schala wiederbeleben, aber jetzt können wir uns alle nicht bewegen. Oh, ist das nicht wundervoll. Aber das ist doch auch wieder so ein Boss, der mehrere Phasen hat, oder? Weil der hat am Anfang... Ah, wieder falsche Taste gedrückt, sorry. Der hat doch am Anfang nicht mal im Ansatz so viel Schaden ausgeteilt. So, Schala, bitte heil uns. Bitte sorg wieder konstant für Heilung. Wir hatten schon lange nicht mehr die Situation, dass wir alle halbwegs gesund waren. So, jetzt habe ich vielleicht eine ganz gute Ausgangssituation. Jawohl, jetzt sind wir alle gesund. So, und jetzt müsste sich noch schnell dieser letzte Balken da oben auffüllen. Wenn wir jetzt Riki hätten, ne? Der könnte instant dafür sorgen, das weiß ich auch noch. Ja, aber jetzt kommt hier wenigstens wieder Bewegung rein. Komm, da fehlt nicht mehr viel, Leute! Bald haben wir den und dann First Try. Was kannst du denn für Ekelangriffe? Stirb jetzt bitte. Stirb einfach. Leute, nicht schlapp machen hier in der Endphase. Es fehlt nicht mehr viel. Ich zoome hier gerade voll zwischen seine Beine. Das war nicht meine Absicht. Mumka, ich interessiere mich nicht für das, was sich dazwischen befindet, weißt du? Jawohl. Too much. The Monado is too much. Yes, this is the power of the Monado. You wanted it, so now you can have it, Mumka! I'm better than all of you. You're the one who's finished. Die! Stop! Yeah!
Get out of my way, Shulk! It's Munkar! He's not a Mekon! Have you forgotten everything he's done? Where is your killer instinct? Now is the time! I hate him, Dunban! For what he did to Fiora and the Emperor! So of course I want to get my revenge! Shulk! But... Face Mekon are not like the others. They're people! Like us! Are you really willing to kill another Homs? Yes. Sometimes needs must! Even if it's Fiora! What then? When we set out, I wanted to destroy all Mekon! That was my aim. But now, I know that there are people inside. I have to know why. What's the reason for all of this? Why do Bionis and Mekonis have to keep on fighting? I have to find out why! So, that is your fight. I will never forgive what he's done. And yet, your words, they ring true. I feel their weight. We have to help Fiora now. We'll worry about the rest later. Right. Did you hear that, Munkar? We haven't got time to be playing around with you. You always have to have the last word! Just die! No! Just don't move! Die! Stay back! No! No! Not like this! Munkar. You went too far, you fool. They are of surprisingly little use, those visions. Because he could not save His Majesty. That was within the margin of fate. It was not Shulk's fault. So you side with the boy? Did you find anything out? I did. It is most fascinating, this spear. The green fluid alters and destroys the structure of the ether, which is the building block of life on Bionis. It appears to have been created from ether energy drawn from the blood of the Bionis. Could that explain the ether flowing through Sword Valley? I do not think it is the only reason, but it is too early to draw conclusions. Is there a countermeasure? Creating antibodies is a simple matter. We will be ready. That is good news. Why did you have to include him? You know how he disgusts me. We must respect our elders. Dixon has known him far longer than us.
At least he's out of the way. Now we just need to get inside. They're in there. Fiora and the Golden Mekon. Fiora! Shulk! What's up? Did you see something? No. You did see something. All right. It was the Silver Mekon. Fiora. She's definitely inside the fortress. All right. At least we know what to expect. So, Fiora is inside. I can't let that vision come true. I have to save her. Das schreit ja fast schon wieder nach dem nächsten Bosskampf in der nächsten Folge. Also, ich weiß nicht, bin ich jetzt ein schlechter Mensch, wenn ich sage, dass ich froh und irgendwie erleichtert bin, dass Mumka nicht mehr ist. Also ich meine, ich verstehe auch Shulks Argumentation und ich fand das ja ganz liebreizend, wie er da wieder eine Rede geschwungen hat, wobei ich mich da jedes Mal auch frage, reden die nicht vorher über ihre Lebenseinstellung? Ich meine, die verbringen so viel Zeit miteinander und hocken so viel zusammen und können die das nicht klären abseits des Kampffeldes, so was so generelle Einstellungen angeht, also wisst ihr, was ich meine? Das ist immer so, ich erkläre dir mein Weltbild so, während der Oberbösewicht gerade hinter uns steht und quasi uns zerfetzen könnte, aber wie von Geisterhand hält dann im Hintergrund ja immer die Zeit still. Es sind ja nicht nur die Leute, die denen, also die Shulk und den anderen lieb und teuer sind, hier teilweise durch seine Hand umgekommen, sondern auch viele andere Unschuldige und es wären wahrscheinlich noch viel, viel mehr gewesen und ich weiß nicht, ob man ihm noch irgendwie hätte helfen können. Aber gut, so ist die Situation. Sie ist, wie sie ist. Wir werden es nicht mehr ändern können. Er ist nicht mehr. Vielleicht kommt er ja nochmal zurück. Wir werden sehen. Wir werden es aber nicht mehr heute sehen, denn ich werde den Part an dieser Stelle beenden. Und wir werden uns beim nächsten Mal genau hier wieder treffen und mal gucken, ob wir Fiora retten können und die letzte Vision von Shulk abwenden können. Ich bedanke mich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!